Nice. Waren das alle? Ah, blöde Frage. Wo sind wir hin? Hier lang. Wenn ihr helfen, haben wir geschafft. Wir haben auf jeden Fall einen Erfolg bekommen. Oh, hier sind ganz, ganz viele. Ich laufe einfach mal über jede Leiche drüber. Vielleicht bekomme ich irgendwo einen schweren Pfeil zurück. 4 neue Bewohner. Gefällt mir auch ganz gut. Und die Wache Klippen haben wir gefunden. Um das mal alles hier ein bisschen zu erklären. Da hinten können wir, glaube ich, noch nicht hin. So. Hier in die Höhle. In der waren wir schon, ne? Das war die, wo ich rumgebackt bin. Ich gehe auf jeden Fall jetzt mal hier hoch zu der nächsten unbekannten Stelle. Die ist auch gar nicht so weit weg. Was war denn das für ein Vieh? Das sah ziemlich groß und tödlich aus, wenn ich ehrlich bin. Aber es geht in die andere Richtung. Sehr schön. Der gräbt den Stein einfach mal mit der Hand ab. Der kann das. Er ist Steve. Jetzt bin ich eigentlich mal gespannt, wie viel Spielercharaktere aus anderen Spielen hier eigentlich oder aus anderen Filmen ich hier noch erwähnen werde. Jetzt habe ich schon Legolas, Steve, Hedwig. Dann hätte ich Legolas. Achso, habe ich gerade gesagt, ne? Ja. Ein paar hatte ich auf jeden Fall schon. Hier haben wir den Wurfhaken wieder. Den habe ich aber noch nicht. Leider. Aber ich vermute mal, das wird auch nicht mehr so lange dauern, bis wir den bekommen. Bam. Ich bin erstmal weggeworfen, wie in so einem Hollywood-Film. So, nur ein bisschen, ein paar Ziegen hier. Achso. Tasche ist voll mit Knochen. Gibt's hier irgendwas Spannendes? Oh. Das ist ein weißer Bär. Guck mir den mal ein bisschen näher an. Aber nicht lange. Achso, nee, das ist ein normaler brauner Bär, aber ich hau trotzdem ab. Oh shit. Der läuft einfach hier rein! Ah, beeil dich, Ziege! Oh, das ist ein Hüpp. Alter, Bären sind noch ein bisschen heavy für mich, glaube ich. Wow.
dachte, in der Hütte kann ich mich verstecken, kommt auf einmal hier rein. Mann, hat er mich erschreckt. Glück gehabt. Hier war auf jeden Fall nichts Spannendes. Oh, hier hinten ist auf jeden Fall ein Ereignis. Oh. Hallo. Haben wir nochmal jemanden das Leben gerettet? Obwohl es fast schief gegangen wäre. Und einen neuen Dorfbewohner haben wir auch. Und es ist wieder dunkel. Um das nochmal hier hinzuzufügen. Wir werden jetzt hier die Mission angehen. Nachdem ich hier mal kurz eine Pause gemacht habe. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ich muss eben mal kurz... Oder warte, ich warte noch 10 Minuten, dann habe ich hier das voll. Die ersten 4 Stunden... 4 Bards. Ich ziele immer zu hoch, ne? Schon wieder. Aber der kennt mich schon, ne? Die kennen mich schon. Ey, du hast einen Speer in dir. Wie willst du denn das überleben? Oh, du bist ein bisschen stark. Kann das sein? Okay. Hey! Der jagt jetzt die. Währenddessen kann ich mir ein paar Pfeile craften. Ich habe kein Holz mehr. Den heute mal gleich noch mit. Dann können wir hier ein bisschen runtergehen noch. Um hier mal nachzusehen, was hier so läuft. Hallo Jungs. Was läuft? Beutetaschen unter mir. Ich nenne die einfach so. Die heißen, glaube ich, gar nicht so, aber ich nenne die einfach mal Beutetaschen. Hier ist auf jeden Fall noch was Spannendes unter mir. Werden wir das hier auf jeden Fall zuerst erkunden. Das funktioniert. Das verpufft jetzt mal eben. Gucke ich jetzt in die andere Richtung. Hä? Funktioniert das doch nicht? Ich glaube nicht. Oh, schade. Naja. Auch nicht so schlimm. Ich dachte jetzt eigentlich, dass das hier einfach verbrennt. Feuer gefällt dir nicht so, ne? Hau einfach ab. Oh,
Brauchst du nicht so böse sein. Oh, hier ist wieder ein Berg. Weg hier. Die vier mag ich gar nicht. Die sind ein bisschen zu strong. Schiefer nehme ich mit. Wo ist denn hier jemand? Ach so. Der schnappt sich alle. Ist wieder ein paar Wölfe. Haut nur ab. Könnt mir nämlich gar nichts. Wo geht's denn da lang? Da ist auf jeden Fall noch ein Fragezeichen. Komm ich hier hoch? Sehr schön. Da ist Feuer. Da ist Feuer, meine Freunde. Bau des Valkva. Das kommt mir zu oft hier. Mit die Taschen hier sind voll. Ich muss das irgendwo mal ablagern, glaube ich. Aber ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Hm? Ein paar Ziegen. Hä? Sind wir jetzt wieder hier beim Lagerfeuer? Wir singen das Lagerfeuerlied. Wusste ich jetzt gar nicht. Ach, hier ist auf jeden Fall die Map aus. Oder? Nee. Nee, mal bin ich dumm. Ich dachte, hier ist die Map aus. Oh, Rothunde. Ich glaube, das ist nicht so gut, wenn ihr mir herbrennt. Doch, geht sogar noch. Die Animation sieht aus wie bei Ark. Gib mir noch einen Rothund. Dann kann ich hier gleich einen neuen Köcher bauen. Oder? Sieht, glaube ich, wirklich so aus. Ich kann einen neuen Köcher bauen. Ich kann jetzt 16 Pfeile bei mir tragen. Boah, geil. Was haben wir hier? Hier brauche ich Wildschweinhaut für die Eingeweidetasche. Da kann ich mehr tragen. Sehr schön. Hier, ich will jetzt hier die da kennenlernen, weil da haben wir dann den Langbogen und den Doppelbogen. Und dann geht's richtig ab. Der hat die Feuerbombe. Ach, wahrscheinlich brauchen wir für das, was ich vorhin gefunden habe, eine Bombe. Gehe ich einfach mal davon aus. Weil sonst wüsste ich nicht, wie ich da reinkommen sollte. Ach, und die Oros geht die Sonne auf. Das finde ich schön. Bleib mal weg hier, okay? Lauft nur weg. Oh, Holz auf jeden Fall. Brauche ich wieder. Bin ich schon ein bisschen knapp. Aber hier gibt es ja wieder ein bisschen was. Ach, hier ist die Mission. Ich wollte eigentlich hier hin. Aber da wir jetzt schon hier sind, werde ich jetzt nicht wieder den Umweg machen. Das bedeutet aber, dass ich jetzt hier an diesem Punkt auf jeden Fall mal den Part beenden werde. Oder die Session. Ich werde dann gleich noch eine Stunde aufnehmen wahrscheinlich. Auf jeden Fall hier mal einen kleinen Cut. Ich mache nämlich eben mal kurz eine Pause. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.